Wir kommen nun zu Tagesordnungspunkt 14, Mitteilung der Landesregierung. Das ist die Drucksache 244/21, Zuständigkeit der einzelnen Ministerinnen und Minister nach Artikel 104 Absatz 2 der Verfassung des Landes Hessen. Zunächst wird Herr Kuhn für die Landesregierung diese Drucksache bzw. diesen Top einbringen. Bitte schön, Herr Staatsminister. Ja, sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, ich freue mich sehr, Ihnen heute für die Landesregierung den Beschluss über die Zuständigkeiten der Ministerinnen und Minister der Christlich-Sozialen Koalition nach Artikel 104 Absatz 2 unserer Verfassung vorstellen zu dürfen. Wir nehmen damit eine umfassende Modernisierung der Ressortzuschnitte der Landesregierung vor und richten sie konsequent aus auf die zentralen Herausforderungen unserer Zeit. Ich habe dem Plenarprotokoll von der letzten Einbringung entnommen, dass die Opposition es etwas flapsig als das Telefonverzeichnis der Landesregierung bezeichnet hat. Insofern freue ich mich, Ihnen jetzt, um im Bilde zu bleiben, die neuen Nummern vorstellen zu dürfen. Die Anzahl der Ministerinnen und Minister des Kabinetts bleibt mit insgesamt 11 gleich, aber wir schaffen im Kern 2 neue eigenständige Ministerien und einen neuen Minister. Erstens das Hessische Ministerium für Familie, Senioren, Sport, Gesundheit und Pflege. Ich glaube, wir teilen die Einschätzung, dass Gesundheit und Pflege zwei der großen Herausforderungen unserer Zeit sind. Das hat nicht nur Corona gezeigt, das zeigen auch aktuelle Themen, vor denen wir stehen in dieser Wahlperiode mit der Krankenhausreform, aber auch dem Thema mehr Souveränität bei Arzneimitteln zu erreichen. Und gleichzeitig, das tun wir auch mit diesem Haus, wollen wir Familien und Senioren in dieser Wahlperiode eine stärkere Sichtbarkeit geben. Mit all dem tragen wir Rechnung mit diesem neuen Haus. Das zweite neue Haus ist das Hessische Ministerium für Digitalisierung und Innovation. Das ist das erste hessische Digitalministerium, das aus der Staatskanzlei herauswächst, in ein eigenes Haus und die zentralen Herausforderungen auch in diesem Bereich angehen wird. Den Glasfaser- und Mobilfunkausbau, KI, die Digitalisierung der Verwaltung und vieles mehr. Und das dritte ist der neue hessische Minister für Bundes- und Europaangelegenheiten, für Internationales und Entbürokratisierung. Es ist der erste und einzige Entbürokratisierungsminister in Deutschland, mit dem wir zeigen, wir machen ernst beim Bürokratieabbau, und wir machen das zur Chefsache in der Hessischen Staatskanzlei. Die weiteren Ministerien bleiben im Wesentlichen unverändert, erhalten aber teilweise klare politische Setzungen. Ich nenne als Beispiele Heimat, Heimatschutz und auch den ländlichen Raum. Mit all dem, das möchte ich an der Stelle auch mal ganz klar sagen, weil wir auch gelesen haben, was gesagt wurde in den vergangenen Wochen, folgen wir übrigens dem klaren Rat auch aller Experten. Wir nehmen die Kassenärztliche Vereinigung ernst und die Gesundheitsverbände, die gesagt haben, wir wollen ein eigenständiges Gesundheitsministerium. Genau das machen wir jetzt. Wir nehmen die Digitalexperten ernst, die gesagt haben, wir wollen ein eigenständiges, echtes Digitalministerium. Und wir nehmen die Landwirte ernst, die gesagt haben, wir wollen ein starkes, wir wollen ein echtes, wir wollen ein eigenständiges Landwirtschaftsministerium. Auch das setzen wir mit diesem Beschluss um. Es heißt anders und es stellt die Bäuerinnen und Bauern in den Mittelpunkt unserer Politik, und da gehören sie hin. Alles Weitere entnehmen Sie unserem Beschluss zum 104er. Ich bitte dafür um positive Begleitung und bedanke mich sehr herzlich. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Staatssekretär. Die parlamentarischen Geschäftsführer haben eine Rednerreihenfolge beschlossen. Als erstes hat damit die AfD das Wort. Herr Enners, bitte schön. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Im Vorfeld zur Landtagswahl waren folgende Aussagen zu vernehmen. Da hieß es unter anderem, die Zahl der Ministerien folgt dem Ziel einer effizienten Verwaltung. Und weiter, wir werden dabei auch weiterhin dem Prinzip folgen, so wenig wie möglich, so viel wie nötig. Dies sind nicht meine Worte,
Das sind die Antworten der CDU zu den Wahlprüfsteinen des Bund der Steuerzahler Hessen. Meine Damen und Herren, was aus den Bekenntnissen geworden ist, das sieht man jetzt. 11 Minister, 12 Staatssekretäre, das ist das Ergebnis. Und als Höhepunkt jetzt 2 Sozialministerien, die 4 Staatssekretäre mehr an die Seite gestellt bekommen. Dem Motto folgend, weniger ist manchmal mehr, wäre hier dann wohl doch der bessere Weg gewesen. Glück hatte der hessische Steuerzahler bei dieser Aufblähung des Staatsapparates nicht. Aber wenigstens wurden es nicht mehr Ministerposten. Dies liegt aber auch nur daran, dass der Leiter der Staatskanzlei in dieser Legislatur kein Ministeramt mehr begleitet. Sonst gäbe es eben durch das zusätzliche Sozialministerium mit all den damit verbundenen Kosten auch noch eine Anhebung der Ministerposten. Kurz gesagt, es werden mit dem Geld des Steuerzahlers kostenintensive Doppelstrukturen aufgebaut, die als Grundlage nur den Parteienproporz haben. Und leider fehlt dieses hier eingesetzte Steuergeld am Ende an vielen anderen wichtigen Stellen im Lande. Meine Damen und Herren, die Aufteilung in 2 Sozialministerien ist auch nicht wirklich schlüssig und nachvollziehbar. So kümmert sich das CDU-geführte Ministerium um Familie, Senioren, Sport, Gesundheit und Pflege, das SPD-geführte mit Arbeit, Integration, Jugend und Sozialem. Aber dies ist kein fürsorgender Akt der Arbeitserleichterung oder eine Verbesserung für den Bürger, sondern dahinter steckt vielmehr knallhartes politisches Kalkül. Gesundheit und Pflege, Themen, die sich besonders gerne die CDU auf die Fahne schreibt, sind somit auch der CDU zugeordnet. Ebenfalls die Seniorenpolitik. Wichtig ist ja ihr Wählerklientel. Damit wird leider auch klar, dass die eigentlich zusammengehörenden Themen wie Jugend, Senioren und Familie nun auseinandergerissen sind. Hätte die Landesregierung ein starkes Gesundheitsministerium gebildet und die zusammengehörenden Sachgebiete zusammengelassen, wäre dies sicherlich ein Gewinn für die parlamentarische Arbeit hier im Hause gewesen und auch für den Bürger in Hessen. Aber hieran kann der Bürger die parteipolitischen Spielchen erkennen, die der CDU und der SPD offensichtlich am Ende mehr bedeuten als das Prinzip einer wirtschaftlichen und verantwortungsvollen Sozial- und Finanzpolitik zum Wohle des hessischen Bürgers und Steuerzahlers. Vielen Dank. Für die SPD erteile ich der parlamentarischen Geschäftsführerin Lisa Gnadl das Wort. So viel Zeit muss sein. Ja, Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich hatte schon irgendwie im Vorfeld dieser Plenardebatte den Eindruck, dass da schon ein großes Interesse daran ist, wann denn endlich dieser 104er hier im Plenum aufgerufen wird. Er scheint ja schon wirklich sehnsüchtig erwartet worden zu sein von der Opposition. Jetzt liegt er vor, wohlgemerkt in der 6. Sitzung des Plenums und nicht wie in der 9. Sitzung der letzten Legislaturperiode. Manche konnten es kaum abwarten. Ehrlich gesagt, ich bin jetzt seit fast 16 Jahren Landtagsabgeordnete hier im Hessischen Landtag. Und ganz ehrlich, mich hat es eigentlich noch nie wirklich interessiert, wie diese Geschäftsverteilung im Detail aussieht. Am Ende, meine sehr verehrten Damen und Herren, kommt es doch drauf an. Am Ende, meine sehr verehrten Damen und Herren, kommt es doch, Herr Jürgen Frömmrich, auf die Inhalte in einem solchen Koalitionsvertrag an und was diese Landesregierung hier umsetzen wird. Und, meine sehr verehrten Damen und Herren,
Diese Landesregierung hat sich viel vorgenommen. Sie ist eben eine für alle. Und, meine sehr verehrten Damen und Herren, diese Landesregierung hat sich nicht nur viel vorgenommen, sie wird auch liefern. Die Herausforderungen sind groß, und deswegen wird es am Ende um effektive Problemlösungen gehen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir hatten heute eine große kommunalpolitische Runde mit den SPD-Landrätinnen und Landräten, Oberbürgermeistern und den Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern. Und was ich da heute gehört habe, da ging es um Fragen wie Kitas, es ging um Ganztagsschule, Krankenhäuser, kommunale Finanzen, die Hilfsfrist, den Demokratieerhalt, die Jugendhilfe, die Handlungsfähigkeit beim Thema Integration und bezahlbaren Wohnraum. Aber niemand aus dieser kommunalen Familie hat die Geschäftsverteilung dieser Landesregierung interessiert. Auch die haben sich dafür interessiert, was will diese Landesregierung umsetzen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und ich bin mir sicher, auch die Bürgerinnen und Bürger interessiert vor allen Dingen, wie die Herausforderungen angegangen und die Probleme gelöst werden hier in Hessen. Und dass dabei am Ende nicht alle Strukturen in Stein gemeißelt sind und so bleiben können, wie sie sind, sondern dass wir auch die Strukturen so anpassen, dass wir die Probleme lösen können. Das ist doch selbstverständlich, und das macht diese Landesregierung. Um es noch einmal deutlich zu machen, ja, es ist eine der größten Umorganisationen und Modernisierungen der Landesverwaltung in den vergangenen Jahren. Und es zeigt, wir lernen aus den Erfahrungen. Wir lernen aus der Corona-Pandemie. Wir lernen aus den Herausforderungen durch die gestiegene Zahl an geflüchteten Menschen. Und wir passen unsere Strukturen so an, dass sie passen und dass sie am Ende die Probleme der Menschen in diesem Land lösen. Und ganz ehrlich, ein eigenständiges Ministerium für Gesundheit, was kann da eigentlich dagegen sprechen? Wir haben alle die Corona-Pandemie erlebt. Und ein eigenständiges Ministerium zur Digitalisierung. Das wurde übrigens 2019 von fast allen Oppositionsfraktionen hier im Landtag gefordert. Und ich glaube, Sie können sich einfach freuen, dass wir das jetzt umsetzen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Da bin ich schon sehr gespannt auch auf die Rede der Freien Demokraten hier dazu. Und am Ende kommt es eben auch nicht darauf an, was auf diesem Türschild an einem Ministerium steht, sondern es kommt darauf an, dass die Zuständigkeit im vollständigen Geschäftsplan auch in den Ministerien umgesetzt wird. Die Opposition hat sich die Aussprache hierzu gewünscht. Das gehört zum kleinen Einmaleins einer jeden Oppositionsfraktion. Und am Ende gehört es eben auch zur Rollenverteilung. Und deswegen will ich mit einem Zitat des Kollegen Jürgen Frömmrich schließen. Der hat in der 9. Sitzung 2019 am 3. April gesagt, es ist natürlich die Aufgabe der Opposition, in einer Debatte, in der es um die Geschäftsverteilung der Landesregierung geht, den Versuch zu unternehmen, die Regierung zu stellen. Aber es ist natürlich auch die Aufgabe der Regierungsfraktion, das mit Gelassenheit zu ertragen. So tun wir das heute. Vielen Dank. Nächster Redner ist der Fraktionsvorsitzende Bündnis 90 Die Grünen, Herr Wagner, bitte schön. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Der Finanzminister hat in diesen Tagen gesagt, die goldenen Jahre der Haushaltspolitik sind vorbei. Der Kultusminister hat es am Montag beim VRU-Bildungsforum noch deutlicher gesagt, was die Bürgerinnen und Bürger von dieser Regierung zu erwarten haben. Zitat: Die Zeiten, in denen es immer mehr Geld
mehr Stellen gab, die sind vorbei. Die Bürgerinnen und Bürger wissen mit der Zuständigkeitsverteilung der Landesregierung, das gilt für alle, nur nicht für die Landesregierung. Zwei zusätzliche Ministerien, vier zusätzliche Posten für Staatssekretäre, zwei zusätzliche Zentralabteilungen, unzählige weitere Stellen, die das in der Folge auslösen wird. Diese neue Landesregierung hat zwar noch nichts getan, aber jetzt ist klar, sie wird Millionen Euro zusätzlich kosten. Und das Motto, liebe Kollegin Gnadl, ist nicht eine für alle, sondern wenn wir uns diese Geschäftsverteilung der Landesregierung anschauen, ist das Motto Sparen für alle und aus dem Vollen für eine, nämlich für die Landesregierung. Sie wollen Bürokratie abbauen. Sie beginnen Ihre Regierungszeit mit Bürokratieaufbau. Dann hätten Sie sich aber auch den Minister für Bürokratieabbau gleich sparen können. Es passt hinten und vorne nicht zusammen. Und jetzt könnte man ja sagen, so ein Aufwuchs, so ein Aufblähen der Landesregierung würde dann Sinn machen, wenn auch die Ergebnisse steigen würden. Aber das genaue Gegenteil ist doch der Fall. Wir haben jetzt einen zweiten Staatssekretär im Umweltministerium, aber wir haben im Umweltministerium weniger Ambitionen bei Klimaschutz, weniger Ambitionen bei Naturschutz, weniger Ambitionen beim Ökolandbau. Dafür braucht man dann keinen zweiten Staatssekretär, meine Damen und Herren. Das Gleiche im Sozialen. Wir haben jetzt nicht einen Minister, wir haben zwei Ministerinnen, wir haben nicht eine Staatssekretärin, wir haben drei Staatssekretäre. Und im Sofortprogramm der Landesregierung finden wir exakt keinen neuen sozialpolitischen Ansatz. So funktioniert es einfach nicht, meine Damen und Herren. Das Fazit dieser neuen Zuständigkeit der Landesregierung ist ganz einfach: Kosten in Millionenhöhe, Kompetenzen und Ergebnisse im Mikrobereich. So einfach ist es. Kosten in Millionenhöhe, Ergebnisse im Mikrobereich. Und dann haben wir im Wirtschaftsministerium einen riesigen Etikettenschwindel. Was haben Sie sich dafür gefeiert, dass das Wirtschaftsministerium jetzt für den ländlichen Raum zuständig ist? Und alle Bürgerinnen und Bürger, die glauben, man könnte sich an das Ministerium, was ländlichen Raum im Namen führt, auch wenden, wenn man Anliegen hat, die werden dramatisch enttäuscht werden, weil dieses Ministerium hat für den ländlichen Raum exakt gar keine Zuständigkeit. Exakt gar keine, nichts. Alle Zuständigkeiten liegen bei Umweltminister Jung. Und das haben Sie ja wunderbar hier im 104er-Beschluss vorgelegt. Die Dorf- und Regionalentwicklung nicht beim Wirtschaftsminister, beim Umweltminister. Tourismus im ländlichen Raum beim Umweltminister, nicht bei dem Minister, der ländlichen Raum im Namen führt. Die Angelegenheiten der Akademie für den ländlichen Raum, könnte man ja denken, ist bei dem Ministerium, das ländlichen Raum im Namen führt. Das Gegenteil ist der Fall. Und jetzt kommt das Allerbeste, das Aktionsprogramm ländlicher Raum. Selbst das Aktionsprogramm ländlicher Raum liegt nicht beim Minister, der für ländlichen Raum zuständig ist, sondern beim Umweltminister. Und jetzt kommt es noch besser. Was steht bei diesem Aktionsprogramm? Die Aufgabe ist die Koordinierung von Maßnahmen der Staatskanzlei und der Ministerien. Also Herr Mansouri hat den Namen ländlicher Raum im Titel, und koordiniert wird er vom Umweltminister. Klar ist es, meine Damen und Herren, nun überhaupt nicht. Herr Wagner, Sie müssen zum Ende kommen. Ihre Redezeit ist abgelaufen. Ich habe schon bei der Regierungserklärung gesagt, dem Anfang dieser Regierung wohnt kein Zauber inne. Wir sind jetzt 54 Tage weiter. Sie sind auf dem besten Weg, einen grandiosen Fehlstart hinzulegen. Vielen Dank für die
Freien Demokraten erteile ich der Fraktionsvorsitzenden Knell das Wort. Liebe Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, erinnern Sie sich noch an den vergangenen Sommer? Ja, das ganze Land in Wahlkampfstimmung, die Parteien im Wettbewerb um die besten Ideen für Hessen. Und was ist da nicht alles erzählt worden? Die SPD wollte das Ministerium in den ländlichen Raum verlegen. Ministerpräsident Rhein wollte ein eigenes Landwirtschaftsministerium schaffen. Bürokratieabbau sollte eines der wesentlichen Themen werden. Und das hat auch Boris Rhein ja nach der Wahl noch behauptet. Und um den ländlichen Raum sollte sich fortan das Superministerium des stellvertretenden Ministerpräsidenten Mansouri kümmern. Und heute ist eine sehr gute Gelegenheit, mal zu schauen, was denn aus diesen Wahlkampfversprechen eigentlich so geworden ist. Und meine Damen und Herren der CDU, Sie haben große Erwartungen geweckt bei den Menschen im ländlichen Raum, gerade im Wahlkampf. Gerade auch als CDU, weil Sie sich ja 10 Jahre vorher überhaupt nicht um den ländlichen Raum mehr gekümmert haben und das den Grünen abgegeben hatten. Ja, ich werde das immer wieder wiederholen. Und wer diesen Wahlkampfversprechen geglaubt hat, liebe Kolleginnen und Kollegen, der muss jetzt ja eigentlich bitter enttäuscht sein. Weil von der Verlagerung eines Ministeriums, die SPD versprochen hat, in den ländlichen Raum ist ja nichts mehr zu lesen. Die Forderung nach einem eigenen Landwirtschaftsministerium hat der Ministerpräsident zeitnah nach der Wahl wieder vergessen. Und ich möchte Ihnen sagen, nur weil man den Namen irgendwie neu auswürfelt und neu zusammensetzt, hat sich ja noch gar nichts geändert. Die Zuständigkeiten im Ministerium sind gleich geblieben, und das ist ja das, was zählt. Und beim Bürokratieabbau sieht es ja auch schlecht aus. Denn aus dem ehemaligen Sozialministerium, also ein Minister mit einer Staatssekretärin, sind jetzt 2 Ministerien mit insgesamt 3 Staatssekretären geworden. Dazu kommt dann noch der eben schon erwähnte zusätzliche Staatssekretär im Umweltministerium. Und warum das so sein muss, gerade auch vor dem Hintergrund, dass die rosigen Zeiten vorbei sind, das konnte bisher auch noch niemand erklären. Und da hat mich die Aussage von Frau Gnadl eben schon ein wenig irritiert, dass sie sagt, sie hat es noch nie interessiert, was jetzt in welchem Ministerium passiert. Also, sorry. Also, die, ja, weiß ich nicht. Ich finde das schon, eine erstaunliche Aussage, ehrlich gesagt, weil uns interessiert es sehr wohl. Aber offensichtlich ist es für die SPD interessanter, dass hauptsächlich einige Posten abfallen und nicht, was in den Ministerien passiert. Aber gut. Fakt ist jedenfalls, Sie blähen die Landesverwaltung ohne Not auf. Und damit führen Sie ja auch eine gute alte Tradition, nämlich die der schwarz-grünen Landesregierung, fort. Also, liebe Kolleginnen und Kollegen, auch wenn das gerade alles sehr nah bei mir war, was Kollege Wagner gesagt hat, das kann ich Ihnen nicht ersparen. Ja? Sie haben auf die Kosten des verwachsenen Verwaltungsapparats verwiesen. Aber wie sah es aus, als Sie noch mitregiert haben? Ja, plus 40% Beamte alleine in den hessischen Ministerien haben CDU und Grüne geschaffen innerhalb von 10 Jahren. Das sind fast 1.000 Stellen gewesen. Und, meine Damen und Herren, ich sage Ihnen eins: Bürokratieabbau macht man nicht mit mehr Bürokraten. Und deswegen wäre jetzt, also es waren alleine 40% mehr Stellen im Umweltministerium. Sorry, da sind keine Polizisten und auch keine Lehrer. Also das brauchen Sie mir hier nicht zu erzählen. So, also es wäre jetzt wäre die Möglichkeit gewesen, eine Kurskorrektur vorzunehmen. Einige Versorgungsposten für gute Parteifreunde waren aber der schwarz-roten Landesregierung offenbar wichtiger. Und, meine Damen und Herren, ich muss natürlich auch noch auf mein Lieblingsthema eingehen. Das werden Sie jetzt erraten. Der ländliche Raum. Liebe, ach, der Wolf, ja, den habe ich gar nicht eingebracht. Können wir noch machen, wenn es Zeit ist. Und, liebe Kolleginnen und Kollegen von der CDU und der SPD, was haben Sie sich eigentlich dabei gedacht, als Sie die Zuständigkeiten des Ministeriums verhandelt haben? Okay, SPD offensichtlich nichts. Ja? Interessiert mich. Ich kann mir das vorstellen. Ländlicher Raum steht jetzt zwar im Namen des Wirtschaftsministeriums, aber der Wirtschaftsminister hat ja exakt gar keine Zuständigkeiten, gar keine Kompetenzen für dieses Thema erhalten. Für alle Themen rund um den ländlichen Raum bleibt das Umweltministerium oder Landwirtschaftsministerium zuständig. Und meine Damen und Herren,
Ich will auch gar nicht verschweigen, dass der ländliche Raum bei Minister Jung vielleicht sogar besser aufgehoben ist als bei einem Frankfurter. Aber was sollte denn dieser Taschenspielertrick mit der Änderung des Namens vom Ministerium? Also, ich kann das nur so deuten, dass sich die SPD hier hat über den Tisch ziehen lassen. Denn außer einem neuen Klingelschild für Herrn Mansouri haben Sie nichts bekommen. Frau Knell, Ihre Redezeit ist abgelaufen. Ah, ja. Bitte kommen Sie zum Schluss. Ja, also mit der Aufteilung der Zuständigkeiten der Ministerien hat die neue Landesregierung keinen guten Start hingelegt. Der ländliche Raum ist der Heimat der Zukunft, wenn man ihn dazu macht. Aber dazu braucht es eine politische Trendwende und keine neuen Namensschilder. Deswegen kein guter Start. Da kann ich mich anschließen. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Als nächstes darf ich den parlamentarischen Geschäftsführer der CDU, Herrn Schoon, ans Mikrofon bitten. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Wenn man dieser Debatte gefolgt ist, dann ist man irgendwas zwischen verwundert, entsetzt und amüsiert über die Vergleiche und die Brachialität, mit der hier dieser 104er-Beschluss tatsächlich diskutiert wird. Ich muss sagen, Hessen ist offensichtlich nicht nur ein Autoland und nicht nur ein Kita-Land, sondern Hessen ist auch ein Märchenland. Und das ist heute wieder deutlich geworden. Sie hätten den Brüdern Grimm alle Ehre gemacht. Vielen Dank dafür. Und deswegen lassen Sie mich zuallererst an dieser Stelle Herrn Staatssekretär Kuhn und der gesamten Landesregierung sehr herzlich für die Arbeit danken. Ja, danke, Herr Frömmrich. Freut sich, dass Sie sich auch freuen. In Rekordzeit, Frau Gnadl hat darauf hingewiesen, wurde diese Ressorts neu verteilt. Das spricht für das Vertrauen in dieser neuen Landesregierung, auch unter den Koalitionspartnern. Das darf ich, glaube ich, auch für die SPD sagen. Und deswegen möchte ich wirklich unterstreichen, am Beginn dieser Legislaturperiode, wir unterstützen diesen Beschluss mit voller Kraft und aus vollem Herzen. Wir freuen uns auf die Arbeit. Und Sie haben jetzt eine ganze Menge an Punkten angesprochen. Ich kann leider wahrscheinlich aufgrund der Redezeit nicht auf alles eingehen, aber ich will vielleicht mal damit anfangen. Das neue Landwirtschaftsministerium, Herr Wagner, es steht nicht für weniger Ambitionen, ganz im Gegenteil. Es steht dafür, dass wir in essentiellen Gruppen dieses Landes mehr Vertrauen gewinnen und offensichtlich, das haben die ersten Wochen gezeigt, mehr Zustimmung für unsere Politik bringen als in der Vergangenheit. Insofern ist es ein wichtiger Beitrag gewesen, dass wir dieses Ressort umgebaut haben. Und es ist schon mehrfach von Türschildfixierung gesprochen worden. Dieses Ressort ist weiterhin für den Klimaschutz und auch die Klimaanpassung zuständig. Insofern haben wir sogar mehr im 104er-Beschluss als vorher. Und ich darf den Minister zitieren. Der beste Klimaschutz besteht in Land- und Forstwirtschaft, die solide arbeitet. Das ist unser Ansatz, und den werden wir weiter verfolgen. Sie haben über die beiden Sozialministerien gesprochen. Und dazu vielleicht mal einfach ein paar Zahlen. Erstens. 30% der kleinen Anfragen der letzten Legislaturperiode gingen alle ans Sozialministerium. 30%. Auf Ihrer Bundesebene sind vier Ministerien für die Zuschnitte zuständig, die wir in diesen beiden Ministerien bündeln. Im ampelregierten Rheinland-Pfalz, vielleicht auch mal ein Blick über den Rhein hilft ja auch, da gibt es drei Ministerien für Gesundheit, für Arbeit und Soziales, für Familie, Frauen, Integration, alle mit zwei Staatssekretären oder Staatssekretär und Amtschef. Und wenn Sie sich das einmal genau anschauen und den 104er-Beschluss offensiv lesen, dann sehen Sie da, im HMKB, im Kultusministerium, gibt es 15 Geschäftsbereiche. Die beiden Sozialministerien haben insgesamt 70. Und dass wir insofern der gesellschaftlichen Notwendigkeit Rechnung tragen, wie es viele andere Länder schon machen, ist für uns eine Selbstverständlichkeit und ein Herzensanliegen. Und weil die beiden Fraktionsvorsitzenden so lächeln, Herr Naas, Herr Wagner, wer mit einem Finger auf andere zeigt, bei dem zeigen dann mindestens drei Finger zurück. Und das will ich mal an Ihren Stellen, an dem Aufblähen der Landesverwaltung deutlich machen. Schauen wir uns doch einmal die von Ihnen verantwortete Bundesregierung an. Seit dem Antritt dieser Ampel hat die Bundesregierung in Kanzleramt und Ministerien über knapp 2.000 Stellen geschaffen.
dass es mehr als im Wissenschafts-, Finanz-, Justiz-, Wirtschafts- und in beiden Sozialministerien des Landes zusammen. Und wissen Sie, wo die meisten geschaffen worden sind im Spitzenbereich? Bei Frau Baerbock und bei Herrn Habeck, und zwar jeweils mehr als im Wissenschaftsministerium oder im Justizministerium in Hessen arbeiten. So viel haben Sie geschaffen am Anfang. Und weil Sie uns vorwerfen, wir würden keine Ergebnisse bringen, einfach ein paar Punkte aus den letzten Wochen. Beim LUA Düngung bei Wechselfrost haben wir zugelassen, große Zustimmung, Innenstadtoffensive. Wir haben die Bezahlkarte durchgesetzt, sprechen wir ja morgen drüber, dank Ihnen. Wir haben den ersten Entbürokratisierungsminister und vieles andere mehr. Im Wissenschaftsbereich hat Herr Gremmels das Problem am Staatstheater Wiesbaden gelöst. Insofern, diese Regierung arbeitet schon jetzt sehr erfolgreich. Und deswegen möchte ich Ihnen zum Ende sagen, wir haben in dieser Debatte jetzt tatsächlich, wie auch in den Ausschüssen in den letzten Wochen, viel Frust, viel Aggressivität und auch aus meiner Sicht viel Unsachlichkeit erlebt. Und wir als CDU setzen dem entgegen Lust und Freude. Wir haben Lust auf die nächsten 5 Jahre. Wir haben Lust auf die Arbeit in diesem Parlament. Wir freuen uns darauf, mit der Landesregierung 5 Jahre zusammenzuarbeiten und dieses tolle Hessenland noch besser zu machen. Vielen Dank und Glück auf. Herr Schoon, das war Ihre erste Rede. Herzlichen Glückwunsch. Vielen Dank. Wir sind am Ende der Debatte von Top 14, Drucksache 244 aus 21. Damit ist dieser Tagesordnungspunkt besprochen und zur Kenntnis genommen.